Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. So, macht es euch gemütlich, weil wir quatschen jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt mir das simpelste Setup aufgebaut, was es überhaupt irgendwie, glaube ich, gibt. Und zwar, ich kann euch das Ganze mal zeigen. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist einfach nur von Gubi so ein Aura-Dings. Und that's it. Und das ist mein Podest, wo die Kamera oben steht. Und das Mic ist jetzt auf der Cam. Apropos Mic, ich bin gerade dabei, dieses DJI-Mic da zu testen. Deswegen mache ich jetzt gerade den Vlog. Ich habe schon mal einen Versuch gestartet, aber da war das Ganze bei der Aufnahme so dermaßen laut, dass ich gedacht habe, beim Meditieren, mir fallen die Ohren ab und dann habe ich das Ganze irgendwie gespritzt und deswegen gibt es das Video erst jetzt. Aber ich glaube, ich habe das jetzt mittlerweile ein bisschen besser eingestellt und die Quali von der Kamera sollte jetzt auch mittlerweile besser sein. Ich habe halt nicht sonderlich viel dekoriert oder sonst irgendetwas, ich habe auch keinen Weihnachtsbaum, ihr müsst euch mit dem hier zufrieden geben, das ist alles, was ich gerade auftreiben konnte, wenn ich ehrlich bin. Und der Grund, warum ich das Video auch noch mache, ist, ich wollte mal ganz kurz aufklären, was bei mir eigentlich so los ist, gerade im Hintergrund, warum ich nicht so viele Warzone-Videos rausklatschen kann, wie ich eigentlich möchte. Und zwar, einige von euch haben das mitbekommen, ich habe morgen erst mal Geburtstag, am 10. Dezember, und das ist auch noch mein 30er. Und natürlich bin ich jetzt eigentlich fast die ganze Zeit irgendwo unterwegs, bin eigentlich nicht so oft zu Hause, wie ich eigentlich gerne möchte, aber ja, das ist normal eigentlich, glaube ich, um die Zeit. Und übrigens, noch zusätzlich zu dem hat irgendwie gefühlt jeder im Dezember Geburtstag in meiner Umgebung und das Ganze, ja, du bist einmal dort, einmal hier und einmal dort drüben und das macht es halt alles nicht ganz so easy, dann nebenbei noch das mit dem Fulltime-Job und dann die YouTube-Videos rausklatschen. Es kommt aber definitiv mehr und ich hoffe, demnächst kommt dann auch gleich mal ein bisschen mehr Warzone, weil der letzte Upload von mir war halt ein MP3-Video über die MCW-Klasse, aber das haben sich halt einige gewünscht, ne, in dem Chat und deswegen habe ich mir das trotzdem jetzt die Mühe gemacht und das nochmal vorhin rausgeklatscht, ja. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze jetzt aus. Was machen wir jetzt mit der Vlog-Cam? Ich habe mir das ganze Ding mal geholt, um das eigentlich als Setup-Cam einzubauen, aber irgendwie ist das sowas von dermaßen praktisch, wenn du mit dem Teil rumlaufen kannst. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde mal mehr Vlog starten. Wir könnten das Ganze mal testen und wir gehen dann mal ein bisschen quer durch die Wohnung. Dann kann ich euch mal die Wohnung zeigen, damit ich da irgendwie mal was draus mache. Und zwar, das ist jetzt das derzeitige Setup. Da haben wir dann hier die Küche. Na? Wir ignorieren hier jetzt mal die zwei Flaschen HQ-Wodka. Das ist halt auch, ja, wegen dem Geburtstag. Dann, das hier ist der Wohnungsbereich. Das ist mein Balkon. Ich werde jetzt aber nicht rausgehen, weil es ist arschkalt und die Jalousien ist unten. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze da bei mir aus. Alles LED-Beleuchtung, gell. Es ist keine 40 Watt Birne, falls jetzt irgendjemand kommt, die gerade eine Stromrechnung. Das ist alles im grünen Bereich, glaubt mir das. Und das ist das ganze Setup. Aber auf das Setup werde ich mal genauer eingehen. Weil da gibt es ein paar Sachen zu erzählen, auf jeden Fall. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Übrigens, das ist die... Das ist die Vlog-Cam. So sieht das Ganze aus. Ja. Da auf der Fernseher läuft jetzt irgendwas im Hintergrund, damit das ein bisschen besser aussieht in der Cam. Und da haben wir dann noch einen Raum, den ich euch zeigen werde. Das ist der Vorraum. Ah, okay. Shutter Speed. Kickt ein bisschen wegen der Beleuchtung. Falsche Bildfrequenz, aber ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze noch aus bei mir. Da hätten wir dann noch WC, Bad und Schlafzimmer. Aber weiter ins Detail werden wir eh nicht gehen. Ja. So sieht's aus bei mir. Auf jeden Fall, das Video dient eigentlich nur dazu, dass ich halt das Ganze mal mit dem Mic da ausprobiere und mit der Vlog-Cam. Und ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen alles, was ich eigentlich machen wollte. Ich hoffe, euch hat das trotzdem irgendwie gefallen. Ich lade das jetzt einfach mal so hoch. Ich werde nicht viel herum editieren an dem ganzen Zeug, sondern ich will das einfach mal so rausklatschen und mal irgendwie auf so ein Feedback von euch da irgendwie reagieren. Mal schauen, wie ihr das Ganze so findet. Auf jeden Fall, es sind doch viel, viel mehr Vlogs geplant in anderen Locations. Also jetzt nicht nur bei mir zu Hause, da in der Wohnung. Aber deswegen mache ich ja jetzt so ein Testvideo. Ich glaube, die Mic-Quali ist eigentlich ganz in Ordnung. Und ich glaube, die Video-Quali auch. Ich meine, ich muss noch ein bisschen mehr mit dem Licht arbeiten, aber ich glaube, das kriege ich schon irgendwie hin. Vielleicht auch noch mit der Nachbearbeitung in Premiere Pro. Auf jeden Fall, Leute, falls ihr das Ganze durchgeschaut habt bis zum Schluss mit meinem sinnlosen Gelaber, vielen, vielen Dank für die Watchtime. Brauche ich noch unbedingt momentan. Wir sind nämlich, glaube ich, gerade bei 3400 Stunden Watchtime und wir brauchen noch 4000 Stunden für die YouTube-Monetarisierung auf den Videos. Würde mich super freuen, wenn wir das irgendwann mal auch zusammenkriegen, aber ich glaube, mittlerweile, so wie es läuft, schaffen wir das easy. Auf jeden Fall, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Nächstes Video ist hoffentlich wieder mal irgendwas über Warzone, das, was die meisten natürlich von euch sehen wollen. Und ja, oder in den Livestreams, twitch.tv/noescape, das ist auch gleich der erste Link unten in der Videobeschreibung. Das streamen wir circa fast jeden zweiten Tag live, so wie es bei mir halt gerade momentan möglich ist. Und ansonsten, ja, habt ein schönes Wochenende noch und einen schönen zweiten Advent, weil das ist ja auch morgen. Zeit vergeht. Haut rein!